Und auch er jetzt in der Qualifikation erst einmal gefordert, strafpunktfrei zu bleiben. Ludger Beerbaum auf Gotha. Das Paar, das man ja im Grunde genommen schon so ein bisschen in Kentucky sah, nachdem sie Zweite beim diesjährigen Weltcup-Finale waren, hoffte man auf eine tolle grüne Saison. Da wurde die Hoffnung sicherlich ein wenig enttäuscht, nicht nur für die Ludger Beerbaum-Fans, sondern auch seitens Ludger Beerbaums. Aber er sagt sich, was soll's, sie ist so jung, sie ist 9-jährig, seine Goldfieber-Tochter. Sie hat das Leben noch vor mir und mit ihr habe ich auch noch die Motivation, durchaus mal ein Jahr mehr dran zu hängen, als vielleicht ursprünglich geplant. Der Rider of the Year. Um diesen Titel geht es ja immer bei der Riders Tour. Mit den 6 Stationen in diesem Jahr, auch traditionell München, Anfang November dieses Jahr, die Schlussetappe. Und die besten Ergebnisse zusammengezählt ermitteln den Rider of the Year, das was Ludger Beerbaum schon 4-mal war. Philipp Weishaupt, Ludger Beerbaums Bereiter, Stallkollege. Klasse gemacht, diese leicht gebogene Linie in die dreifache Kombination. Hat Ludger Beerbaum ein bisschen mehr ausgeholt, ein bisschen mehr Platz dafür für den Einsprung geschaffen für seine Stute. Und brillante Runde von Gotha und Ludger Beerbaum. Und damit werden wir sie auf jeden Fall im entscheidenden zweiten Durchgang sehen. Denn wer null bleibt, ist definitiv ja dabei unter den besten 10. Und wie gesagt, gibt es mehr? 11, 12, 13 Nuller? Dann werden alle Nuller auf jeden Fall dabei sein. Das sah sehr geschmeidig, sehr leicht aus und sehr klug geritten, auch auf dem Weg zur Dreifachen, wo ja eine Meredith Michaels-Beerbaum in eine sehr enge Distanz kam, hat Ludger Beerbaum ein wenig mehr Außenbahn genommen, dadurch etwas mehr Platz auf seinem Pferd gegeben und Madeleine Winter-Schulze, Besitzerin so vieler Pferde von Ludger Beerbaum, hier an der Seite Markus Edknings sitzend, jubelt natürlich.